Morgen Leute, Sonntagmorgen, 1. Dezember, 7 Uhr und wir bewegen uns langsam Richtung Phuket. Dort treffen wir uns am 7. Dezember mit meinem Abonnenten Klaus. Der lebt bereits seit 15 Jahren in Kalifornien. Ich habe beschlossen, heute schon loszufahren und die Strecke in kurzen Etappen zu bewältigen. So mittags im Hotel sein, dann haben wir den Rest des Tages für uns und können auch noch was unternehmen. Das Ross ist gesattelt, sprich die Koffer sind geparkt. Und ich hoffe, dass der linke Koffer sich nicht wieder verabschiedet, wie mir das in Bangkok einmal passiert ist. Die Sitzbank ließ sich vor der Fahrt noch aufpolstern. War ziemlich durchgesessen, kostet übrigens 360 Baht. Wer gelacht, wenn bei mir alles klappt, wundert euch nicht über meine nasale Sprache und mein verschlafenes Aussehen. Ich bin wieder mal erkältet, die Nase sitzt vollkommen zu. Kurz vor 8 und erstmal frühstücken gehen. Hatten heute Morgen nur einen Kaffee an so einer Tankstelle hier. Ich bin da kein großer Freund von. Das Essen ist meist etwas teurer und nicht so sehr gut. Ich lasse gleich mal aussuchen. General Koi. Ja, okay. Oh, sieht aber gut aus, muss ich sagen hier. Was? Koi? Was? Koi. Zwei. Einen Shop weiter gibt es Kao Kamu und Kao Man Kai. Vor etwa einem Jahr fuhr ich zum letzten Mal mit den beiden Seitenkoffern durch die Gegend. Und ich muss sagen, das ist ein vollkommen anderes Fahrgefühl, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Wir schleppen so circa 15 Kilo Gepäck mit uns rum. Karl konnte es mal wieder nicht lassen, packte die Dinger ziemlich voll. Ziemlich wenig Betrieb auf der Hauptstraße für einen Sonntag. Und später werden wir die Phetchka Sam Road verlassen und über Bangkok eine Nebenstrecke nach Bangsapan fahren. Etwas kürzer die Strecke und wesentlich reizvoller. Zwei Essen zusammen 80 Baht. Ich werde die Preise ab und zu mal nennen. Gestern tanken wir zum Beispiel für 180 Baht. Dann bekommen wir eine kleine Vorstellung, was so eine Tour kostet. Wir sind am wunderschönen Strand von Bangkok. Hier nahm ich bereits diverse Videos auf. Und wir sind bereits auf der Nebenstrecke Richtung Bangsapan. Die Ressorts, an denen wir vorbeikamen, kaum geparkte Autos, anscheinend kaum Gäste. Auch hier von Tourismus so gut wie nichts zu spüren. Die Thais scheinen auch nicht unterwegs zu sein. Obwohl, hier sind jede Menge Fußspuren im Sand. Koi wird vom Motorrad aus kurz was aufnehmen, allerdings mit Musik unterlegt. Ich muss mir erst wieder eine Vorrichtung basteln, um mein Mikrofon unter den Helm anzubringen.
Wir kamen in Wang Thapan Yai an. Einigen von euch dürfte das Bild hier bekannt sein. Zeit für ein Käffchen. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin, wieder mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Macht tierisch gute Laune, hab meinen Spaß, selbst Koi ist begeistert. Etwas enttäuschend fand ich, dass die Ressorts in Van Gogh so gut wie leer stehen. Keine Menschenseele zu sehen, kein geparktes Auto. Auch als wir am Strand da langs fuhren, absolut ja, ausgestorben. Wirklich ausgestorben. Und hier gibt es einen ausgezeichneten Café Bullard. Wir sind jetzt ca. 3 Kilometer vom Stadtzentrum in Wang Thapan Yai entfernt und mieteten uns im Sabai Di Bungalows ein. Kleine Bungalowanlage. Koi regelt das Finanzielle. Man kann also praktisch immer zum Strand laufen. Und das Zimmer, das wir haben, kostet 490 Baht. Liegt etwas weiter rein von der Straße entfernt. Dementsprechend wahrscheinlich auch ruhig. Café und Restaurant sind direkt daneben. Kurze Führung durchs Zimmer, Kühlschrank, Bett, Aircondition, Fernseher, kleiner Schreibtisch, Sofa. Scheint ein kleiner Schrank zu sein. Waschbecken, WC und die Dusche. Das Zimmer kostet normalerweise 700 Baht. Wir bekamen YouTube-Rabatt. Mal das Laptop angeschlossen ans Ladegerät und den Rest von Kabeleien ausgepackt. Internet ist allerdings sehr schlecht. Naja, alles hat seine Schattenseiten. Der Strand in Wang Thapan Yai, recht schmal. Auch hier stürmisch. Ziemlich hoher Wellengang teilweise. Strandgut. Und im Sabai Di Bungalow Resort außer uns nur noch ein Gast. Drüben ist auch noch ein Resort. Da sieht es genauso traurig aus. Keine Spaziergänger, keine Radfahrer unterwegs. Wir fragen mal dem Siloam Resort nach, was die Zimmer kosten. Hier ist auch ein Pool vorhanden und ein größeres Restaurant. Die Zimmer kosten zwischen 1300 und 1500 Baht inklusive einem Frühstück. Sieht doch lustig aus, der Lange und die Kleine. Ich denke mal, es ist Flut. Ich habe den Strand irgendwie breiter in Erinnerung. In den kleinen Restaurants und Garküchen, bis auf wenige Ausnahmen, keine Menschenseele zu sehen. Es gab wieder eine auf, Garküche geschlossen. Entwurzelte und gekappte Bäume. Wir spazierten kilometerweit am Strand langs, sind jetzt mit dem Motorrad im Hinterland unterwegs. Und es wird mal langsam Zeit für ein Käffchen. Koffer abmontiert, wesentlich angenehmer fahren. Und das kleine Café. Wir sind in der View Beam Bar.
wird von einem Schweizer betrieben und da gibt es ausgezeichnetes europäisches und thailändisches Essen. Es gibt noch eine wesentlich größere Auswahl als hier oben angegeben. Der Schnitzel kam mit Bratkartoffelchen 140 Baht. Guter Preis,